Wo sind wir jetzt gerade? Was ist wir das fahren jetzt auf die Tiefstackschleuse zu. Die hat zwei Schleusenkammern. Und die ist an die Leine. Ziehleine sozusagen. Sieht jetzt auch schon, dass Wasser reingelassen wird und wir schon fast wieder den Pegel erreicht haben, der vorher war. Weil auf der Bille verändert sich das Wasser nicht. Das ist immer gleich hoch. Während hier auf der Elbe, natürlich durch Ebbe und Flut, ein Unterschied von 3,50 Meter entsteht.